Am 19. Oktober lud die Volkssolidarität Nordost e.V. wieder zum alljährlichen Herbstfest ein. In der passend zum Anlass geschmückten Torgelower Stadthalle kamen über 1000 partyaffine Musikliebhaber zusammen und genossen von 14 bis 19 Uhr Programm und Verköstigung. Es war bereits die 12. Musikantenscheune. Und auch dieses Jahr bot die Volkssolidarität seinen Gästen einiges. Eigentlich wie jedes Jahr ein buntes Programm mit Showtanz, mit Gesang, mit Acts der Freude und Unterhaltung und Saalwette und tollem Kuchen, alles selbst gemacht natürlich, besonderem Abendessen auch wieder von uns selbst gemacht. Und wir haben dieses Mal auch, weil wir Heintje zu Gast haben, uns überlegt, dass wir, er ist ja nun mal Mamas Liebling, er ist mit dem Song Mama ja sehr berühmt und bekannt geworden, auch in Deutschland. Deshalb haben wir in der vorpommerschen Region die Omas und die Mütter aufgerufen, für Mamas Liebling eine Mütze zu stricken. Nach dem Auftritt der Schalmänenkapelle Rosso eröffnete Kerstin Winter die Musikantenscheune mit einem Lied von Andreas Gabalier. Gerade dies, jedes Jahr mit einer Überraschung und einem abwechslungsreichen Programm Lebensfreude zu vermitteln, ist ihr ein großes Anliegen. Der Kucheneinmarsch folgte. Im Anschluss erklomm Heintje, der international bekannte Entertainer und Schauspieler aus den Niederlanden, die Bühne. Ein weiteres Highlight des Herbstfestes. Seine bekanntesten Lieder durften dabei natürlich nicht fehlen. Für Kerstin Winter war noch ein weiterer Höhepunkt auszumachen. Und ich denke, Heintje ist natürlich nochmal als Stargast auch für viele Älteren einfach, für viele Ältere jemand als Publikumsliebling, den man natürlich schon seit sehr vielen Jahren dort verehrt hat von Seiten der Älteren, der nicht nur Filme gedreht hat, sondern der einfach auch mit seiner Stimme sehr viele Menschen angesprochen hat, viele Auszeichnungen dafür bekommen hat. So dann die große Geschichte dann mit der Mamas Mütze, also Mamas Lieblingsmütze sozusagen. Das wird sicherlich spannend werden, weil wir haben sehr viele Frauen oder auch Männer, die sehr gerne Handarbeiten machen. Da bin ich mal gespannt, welche originellen Mützen wir denn für Mamas Liebling haben. Natürlich wurde auch viel geschwurft, sodass die Tanzfläche mitunter rappelvoll war. Ferner konnten die Gäste Verkaufsstände besuchen, weiteren Musikern lauschen, ihr Glück beim Losverkauf herausfordern oder einfach nur miteinander klönen. Gerade die Leistung der Kollegen ist für die Geschäftsführerin hervorhebenswert. Diese engagieren sich alle ehrenamtlich, um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Selbst um die Anreise wurde sich seitens der Volkssolidarität gekümmert. Bis auf die entlegensten Dörfer fuhren die Busse, um die Gäste zur bunten Festhalle zu bringen. Auch im folgenden Jahr wird es wieder eine Musikantenscheune geben. Ob des genannten Jubiläums wird 2020 ein wohl noch farbenfroheres Fest.